Nach der kompletten Überraschung und der Nominierung in den Profikader des ersten FC Kaiserslautern mussten wir uns dort als eigentliche Nummer 3 komplett zufrieden geben. Dann allerdings gab es die ersten Einsatzzeiten für uns, aber auch die ersten Patzer und wir haben in den ersten 3 Spielen nach innerhalb kürzester Zeit 3 Gegentore kassiert, konnten uns dann wie aus dem Nichts gegen Heidenheim am ersten Saisonspieltag tatsächlich voll auszeichnen mit einer Glanztat und einem gehaltenen Elfmeter, Man of the Match. Und im nächsten Spiel ist das komplette Kartenhaus wieder eingestürzt und der Trainer hackt immer mehr auf uns rum, Außenseiter in der Kabine und das Einzige, was uns noch bleibt, ist die Flucht weg vom 1. FC Kaiserslautern. Wir wollen uns verleihen lassen. Und da sind wir jetzt zurück und damit Servus Leute, Chris ist am Start und herzlich willkommen bei der 3. Folge der Torhüter-Spielerkarriere. Ich bin extrem gehypt und wir wollen weg von Lautern. Noch sind wir da, links oben sehen wir aber das Team-Rating, beziehungsweise vielmehr das Manager-Rating gegenüber uns und der Trainer ist alles andere als zufrieden mit uns. Ich finde allerdings, mit einem 71er Gesamtrating muss man keine allzu kleinen Schritte machen. Wir können schon auch den nächsten Schritt gehen und es gab 2 Möglichkeiten zur Auswahl für euch. Ihr seht jetzt noch mal ganz kurz das Abstimmungsergebnis eingeblendet. Wir hatten einmal den 1. FC Magdeburg und damit würde das bedeuten, ligaintern ja zu einem vermutlich schwächeren Team zu wechseln, die mit Lautern aufgestiegen sind, oder man wechselt mal völlig aus dem Kontext gerissen zum FC Seoul und spielt damit in Asien und bei einer Mannschaft, wo man dann hoffentlich gar keinen Druck hat. Und die Abstimmung war zwar lange nicht so komplett eindeutig, aber trotzdem gab es eine ganz klare Tendenz und die Mehrheit spricht für den FC Seoul und dementsprechend gehen wir jetzt dorthin und ihr meintet auch in den Kommentaren, es ist der FC Seoul, also ohne das E gesprochen. Danke dafür. Ich hoffe, ich werde das Ganze auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Und damit sind wir keinen Monat bei unserem neuen Verein unter Vertrag und schon akzeptieren wir das erste Angebot eines anderen Clubs und wechseln hier zum FC Seoul und das müsste, glaube ich, Südkorea sein. Und hier ist dann die Spielervorstellung von uns. Wir sind am Vereinsheim vom FC Seoul angekommen und die haben eine neue Nummer 1, wollen eine neue Nummer 1 und ich hoffe, dass genau wir das sind. Wir gehen einen außergewöhnlichen Weg, aber unsere Profikarriere hat genau einen solchen außergewöhnlichen Weg genommen. Wieso nicht auch dann während der Profilaufbahn, ja, wie der Weg zum Profi, auch der Weg als Profi, genauso unkonventionell. Das ist, glaube ich, ein Weg, den so kein junger deutscher Torhüter einschlagen würde. Wobei wir auch nicht mehr der jüngste Keeper sind. Mit der Nummer 12 sind wir also da bei unserem neuen Verein, dem FC Seoul. Und links oben haben wir jetzt ein deutlich besseres Manager-Rating. Unser Trainer sogar mit einem offiziellen Spielerbild, was ich übrigens richtig cool finde. Wir sind angekommen in Südkorea und wollen uns da natürlich erstmal ein bisschen in der Liga umschauen. Man ist da inmitten der League 1, also K-League 1 und dort stehen wir auf Platz 8. Insgesamt gibt es hier Mannschaften 12 Stück an der Zahl, bedeutet vermutlich jeder gegen jeden 3 oder 4 Mal. Wenn es nur 3 Mal der Fall wäre, dann ist die Saison eigentlich jetzt schon rum und genauso sieht es dann auch aus aktuell. Wir sind auch hier noch am Transfer Deadline Day, für uns aber natürlich keinesfalls mehr noch von Bedeutung, denn wir haben unseren neuen Verein gefunden und wollen da jetzt alles in die Waagschale werfen. Wir haben jetzt auch eine Aktivität abgeschlossen und triff dich mit alten Mitspielern. Genau das haben wir jetzt gemacht. Gibt ein bisschen Teamwork-Punkte. Nimmt man natürlich sehr, sehr gerne mit. Wir haben jetzt noch 6 verfügbare Skill-Punkte, die wir auch auf jeden Fall investieren wollen. Folgende Aufteilung jetzt. Wir haben hier insgesamt 4 Punkte investiert in Sprungkraft und Aggressivität und 2 Punkte in die Reaktion. Was für uns ganz wichtig ist, denn auch da wollen wir unserem Körper was Gutes tun. Die erste Phase der Saison, die war jetzt dann auch rum. Also wir kamen tatsächlich direkt zum Ende der laufenden Saison in der Republik Korea. Jetzt gibt es die zweite Phase und dort heißt es, es geht um die Gruppenletzten, also bedeutet irgendwo Platz 8 bis Platz 12. Wir spielen jetzt gegen den letzten, Seongnam. Und ich hoffe, wir dürfen ran, denn das könnten ganz wichtige Punkte sein. Und zumindest in der Gruppenletzten-Tabelle ganz oben zu stehen, dann hier mit dem FC Seoul. Und damit kommen wir jetzt zu unserem ersten Pflichtspiel. In der 80. Spielminute werden wir eingewechselt und wir wollen Vollgas geben und natürlich hier dazu beitragen, dass man die Null hält. Das wäre wichtig auch für uns und ich hoffe, dass wir das irgendwo natürlich auch hinbekommen. Gespielt werden nur die Highlights und es gibt die erste Chance für den Gegner und wir führen zwar mit 2:0, aber Elfmeter für Mulit und damit für den Gastgeber und wir wollen wieder zum Elferkiller werden, gelingt uns leider nicht, aber da können wir am wenigsten dazu. Mittlerweile haben wir hier das 3:1 erzielen können und jetzt ein Alleingang und da müssen wir uns auch erneut geschlagen geben, also auch das wieder gegen Mulit. Der Doppeltorschütze für den Gastgeber ist erfolgreich, ist der nächste Anschlusstreffer, danach wird hoffentlich nichts mehr passieren, ist dann auch so. Wir gewinnen mit 2:4, kassieren aber binnen 5 Minuten wieder 2 Gegentreffer. Das war aber ein Elfmeter, das war ein Alleingang und das waren 2 Tore. Die kann man so an einem richtig guten Tag vielleicht mal verhindern, aber eine Schuld können wir da auf keinen Fall auf uns nehmen. Und auch im zweiten Spiel stehen wir jetzt ab der 80. Minute wieder zwischen den Pfosten. Wir führen mit 2:0 und das ist die erste Chance für den Gegner und da müssen wir jetzt aufpassen, dass wir auf der Hut sind und der Dinger ist abgefälscht. Wir waren aber gut da und konnten uns zumindest da so ein bisschen auszeichnen, wenn auch kein direkter Schuss auf unser Tor passiert ist, aber Kim Ji-Yun und
und damit hier die Gäste kommen jetzt zum erneuten Konter. Wir führen mit 2:0 und sind bisher in der Tabellenletzter Gruppe richtig gut reingestartet. Wenn es denn dann dabei bleiben würde, da kommt der Gegner und das ist eine Chance zur Auszeichnung und das ist eine richtig gute Parade. Und jetzt bringen die den Ball in die Mitte. Wir sind aber da, halten die Null und gewinnen das zweite Spiel und können damit dem Trainer zeigen, hey, wir sind da, auch mit uns muss man rechnen. Schwieriger Start, aber hier ganz, ganz wichtiger Eindruck. Wir werden wieder mal eingewechselt und noch steht es 0:0 und jetzt können wir uns auszeichnen. Wir sind in der Ecke, aber der Ball ist drin. Ah, genau solche Momente könnten irgendwann mal das Fass zum Überlaufen bringen und das im positiven Sinn. Wieder mal ist es der Rückstand. Wir sind vorher nicht erfolgreich gewesen und nach der Einwechslung müssen wir uns auch hier erneut geschlagen geben. Und jetzt gibt es den nächsten Konter. Scheint so, als würden wir die erste Niederlage hinnehmen müssen. Noch aber geben wir natürlich nicht auf. Da ist nochmal eine Konterchance und zugleich eine, um uns auszuzeichnen. Komm schon, jetzt sind wir doch hoffentlich da und wir gehen raus, aber kommen rechtzeitig zurück. Haben den Ball, halten dann also dieses 1:1. Iljutschenko noch mit dem 1:1 in der 90. Und auch dazu tragen wir zumindest in dem entferntesten Sinn ein Stück weit unseren Teil dazu bei. Vielleicht völlig zufällig, vielleicht aber auch irgendwo ein positives Zeichen für uns. Wir kommen alle paar Minuten jetzt früher rein und können hier Sicherheit sammeln. Wir führen mit 1:0, haben den Ball, das hier aber war kein allzu großes Problem. Ein Eckball für die Gäste könnte ein bisschen schwieriger werden, aber wir wollen gerne 3 Punkte mitnehmen und damit auch die ungeschlagene Serie natürlich weiter fortsetzen. Der Ball kommt, ist nicht ganz ungefährlich, schöne Parade, aber der Abstauber ist dann drin. Und damit kassieren wir wieder mal das nächste Tor. Wie unglücklich soll es laufen? Keeper Lechis, ja. Nichtsdestotrotz holen wir die nächsten 3 Punkte. Ist gut für die Mannschaft, keine Frage. Da brauchen wir nicht drüber reden. Aber für uns ist es halt irgendwie immer nur so ein kleiner Trostpreis. Top-Duell jetzt. Und da geht es um Platz 1, den wir aktuell für uns innehalten. Aber es ist gleich auf. Suwon FC gegen den FC Seoul. Und ich weiß nicht, ob wir eingewechselt werden. Ja, in der 76. Spielminute. Und wir führen mit 1:0. Und jetzt gehe ich rein mit dem Willen zu sagen, wir spielen zu 100% zu 0. Da gibt es jetzt auch keine Ausreden mehr. Wir müssen Gas geben. Und da ist die Chance für die andere Mannschaft. Und diesmal haben wir den Ball. Wir führen mittlerweile mit 3:0. Ein Elfmeter, okay, gut. Da ist es eine 50-50-Entscheidung. Es heißt Weltwig gegen Lechis. Und wir wollen vielleicht die 0 halten. Wir auf der Linie. Und dann gehen wir rüber. Und er lupft das Ding in die Mitte. Können wir natürlich wieder absolut nichts dafür. Wir gewinnen unterm Strich dann ziemlich deutlich mit einem 4:1. Iljutschenko unter anderem mit einem Dreierpack. Aber wieder halt auch mal schaffen wir es nicht, die 0 zu halten. Wir wollen uns beim FC Seoul zu Hause fühlen. Wir wollen uns etablieren und alles Mögliche in unserer Macht Stehende auf jeden Fall auch tun, um dort Fuß zu fassen. Bisher ist es okay, aber trotzdem, vielleicht ist die Sprachbarriere ein ganz großes Problem und deshalb verpflichte einen Sprachlehrer. Das machen wir jetzt. Das könnte uns auch gewisse Vorteile selber bringen. Das ist zumindest mal so der Plan. Und hole dir einen Assistenten, würde ich eigentlich ehrlich gesagt auch gerne machen. Wir haben nämlich das Geld. Aktuell wollen wir kein reicher Spieler werden, sondern wir wollen reich an Qualität werden und an neuen Dingen. Und deshalb, Assistent ist da, Sprachlehrer auch. Und damit im Verbund könnte es vielleicht jetzt was ganz Großes werden. Und weil wir auch unseren Namen auf jeden Fall nach vorne pushen wollen, gründen wir ein E-Sports-Team, das Ganze natürlich in Südkorea. Und damit nehmen wir hoffentlich ein bisschen was ein. 50.000 Investitionen und ja, auf langfristige Sicht 8.000 plus ist okay, ist aber jetzt nicht dafür da, um eine gewisse Gewinnerzielungsabsicht zu haben, sondern einfach nur auch, um unseren Namen wieder weiter präsent zu halten. Denn das ist das Allerschlimmste, was uns passieren könnte, wenn wir im kompletten Nirgendwo irgendwo zu sehen sind. War das Deutsch? Aber im kompletten, wie sagt man denn? Im kompletten Niemandsland. Das hat mir gefehlt. Ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Also, damit wieder unseren Namen pushen. Und jetzt gab es gerade eben die Aktion zurück zum Verein. Das würde bedeuten, die Saison ist gelaufen und wir sind wieder bei Lautern? Fragezeichen? Ausrufezeichen. Wir sind zurück und das hat einfach nicht gepasst mit den Saisons zu den damaligen Zeitpunkten, also vom Wechsel. Ja, wir haben jetzt ganz viel investiert, gerade in Südkorea. Wochen später, 1 oder 2 Wochen später, sind wir zurück in Deutschland bei Lautern und stehen mit nichts da. Wir sind gefühlt pleite, weil wir alles investiert haben. Alles ist weg von unserem Konto, bis auf die 12.500 Euro. Ist nicht wenig Geld, aber trotzdem, wir haben noch immer nichts geschafft. Und das ist das ganz große Problem. Wir sind bei Lautern und wollen da eigentlich gar nicht mehr sein aktuell. Es ist die Wintertransferphase, in unserem Sinn. Ja. In Südkorea war die Saison halt eben zu Ende und deshalb sind wir dann auch wieder zurückgeschickt worden. Und ich dachte, komm, jetzt haben wir die Chance, auch einen Transfer zu erbitten. Ich möchte so nicht mehr bei Lautern bleiben. Ja. Vielleicht irgendwann ist eine
Rückholaktion möglich. Aber vielleicht ist es für uns auch einfach wichtig, dass wir uns irgendwo fest an einen Verein binden und das nicht Lautern, denn da läuft es einfach absolut nicht gut, weder mit den Teamkollegen noch mit dem Trainer, sondern dass wir jetzt einen anderen Wechsel anstreben. Und da haben wir jetzt die Bitte um Transfer erhalten, beziehungsweise der Trainer vielmehr, haben das Ganze überdacht und sind dann zum Entschluss gekommen, deinem Wunsch zu folgen, unserem Wunsch in dem Fall. Wir werden auf die Transferliste gesetzt und ich werde informiert, sobald ein Angebot eingeht. Das klingt doch mal vielversprechend. Ein Angebot kommt jetzt von Al-Ittihad. Wir würden deutlich mehr Gehalt verdienen, aber darum geht es uns nicht, weshalb ich auch hier das Angebot erstmal mit Zögern abwarten würde, wobei eigentlich stand jetzt ganz klar die Ablehnung dieses Angebots dastehen würde, zumindest meines Erachtens nach. West Bromwich hat jetzt Interesse an uns und da würden wir auch 25.000 pro Woche bekommen. England ist richtig interessant und ich glaube bei West Brom, da sehe ich mich schon richtig gut, ja, und dementsprechend würde ich sagen, wir nehmen dieses Angebot an und warten eigentlich gar nicht viel länger, denn West Brom, das könnte für uns eine Riesenchance sein. Ja, die Medien in England, die sind nicht unbedingt die besten. Ja, da wird man nicht unbedingt, ja, ich sag mal, gepusht, wenn man halt jetzt nicht gut gespielt hat. Ganz im Gegenteil, da wird auf einem rumgedrückt. Aber bei West Brom, kann ich mir vorstellen, könnten wir Teil eines erneuten Wiederaufbaus sein. Und ich hätte richtig Bock. Weg aus Lautern. Wir sind als Spieler dort einfach nicht glücklich geworden. Gleichzeitig jetzt auch die finanzielle Krise. Das Geld hilft uns auch. Und ein Wechsel nach England in die zweite Liga, das müsste zumindest die zweite Liga sein, wäre doch auf jeden Fall eine richtig, richtig gute Verbesserung, auch für uns rein sportlich betrachtet. Deshalb geht der Vertrag jetzt auf jeden Fall raus, die Unterschrift ist offiziell und wir wechseln in die AFL. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht zu 100%, ob es die zweite oder die dritte Liga ist, ist mir aber auch relativ egal. Wenn es die dritte ist, umso besser, ja, dann sind wir sportlich nicht unbedingt gleich geblieben, sondern haben auch einen Schritt zurück gemacht. Das ist also die Vorstellung für uns als Transfer und damit sind wir jetzt offiziell bei West Brom Albion. Und das sind wir in der zweiten Liga und das ist doch auf jeden Fall schon mal wichtig für uns. Ganz vorne war dann Norwich zusammen mit Burnley, Sheffield, Luton Town, QPR und der FC Watford. Wir stehen auf Platz 10. Wir wollen einfach nur nicht absteigen und da sind wir doch aktuell auf einem richtig guten Weg. Wir geben unser Debüt auswärts beim FC Reading, ja, und da sind wir für Button. Kommen wir ins Spiel und das in der 59. Minute. Und der hat plötzlich ein Spielertrikot an, ist aber ganz egal. Wir wollen zeigen, dass wir hier jetzt daheim sind. Wir haben einen neuen Club, wir bleiben dort fest, haben langfristig unterschrieben. Andere Pläne gibt's natürlich auch irgendwo, aber jetzt erstmal heißt es volle Konzentration. Über eine halbe Stunde, das haben wir jetzt so gefühlt zusammengerechnet, noch nie gespielt. Keine 3 Minuten später heißt es, Andy Carroll trifft auf uns und wir halten diesen Elfmeter. Und jetzt müssen wir aufpassen, denn diese Chance lebt nicht mehr. Gott sei Dank der Ball geklärt. Wir sind da und holen die Parade. Elfmeter gehalten und damit könnten wir doch einen riesen Fußabdruck da lassen. Und das ist der nächste Ball, den wir jetzt hier fangen. 77. Minute. Es gibt einen Eckball für den FC Reading. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob Reading oder Reading. Ich habe beide Aussprachen schon mal gehört. Es ist nicht mehr lang und wir könnten hier vielleicht richtig gut einen ersten Eindruck hinterlassen. Das Ding ist geklärt. Chance selber lebt aber noch immer. Und da kommt Reading und wir mit der nächsten Parade. Das ist wichtig. Wir halten die Null und halten damit diesen Punkt fest und das ist ein perfekter Einstand für uns hier bei unserem neuen Arbeitgeber. Wir konnten also klar machen, dass wir mit Nummer 1 Prioritäten hierher gekommen sind. Also alle 3 Ziele erreicht, der Trainer ist zufrieden, natürlich mit unserer Leistung, mit der Mannschaft vielleicht nicht unbedingt, aber das war doch richtig gut. Der Einstand nach Maß, so stelle ich mir das vor und vielleicht war der Weg nach England einfach der richtige für uns. Glanzparaden von Leches sichern Remis gegen den FC Reading und sowas liest man doch tatsächlich gerne. Wir haben noch verfügbare Skillpunkte offen. Die halten wir uns aber auch erstmal noch offen, packen jetzt nochmal ein Training mit rein und dann geht es auch in der nächsten Folge direkt weiter hier in das natürlich schon große Saisonfinale bei West Bromwich Albion, wo wir unter anderem auf Hull City treffen. Wir könnten in der Tabelle weiter nach oben klettern, nach unten auch noch ein bisschen was verlieren, aber weder mit dem Abstieg noch mit dem Aufstieg werden wir im entferntesten Sinn was zu tun haben. Und damit hoffe ich natürlich auch, dass euch diese Folge gefallen hat. In der nächsten Folge werden wir auch mal schauen, dass wir uns einen Sponsor suchen für unsere Schuhe und auch für die Handschuhe und ich hoffe, da könnt ihr mir dann auch ein bisschen behilflich sein. Also Sponsor halt einfach nur in dem Sinne, dass wir uns einfach hier ein bisschen verbessern wollen und unseren Bro etwas bearbeiten. Soweit so gut. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar und abonniert auch gerne kostenlos, um nichts mehr zu verpassen. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.